Und hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge zur Mythologie des alten Ägyptens. Für regelmäßige Videos zur Mythologie, Literatur, Geschichte und Lore abonniert meinen Kanal oder tretet sogar meinen Patreons bei, deren Unterstützung Videos wie dieses hier ermöglichen. In diesem Video zur ägyptischen Mythologie geht es nun um den Sonnengott Ra und die Zeit seiner Herrschaft direkt nach der Schöpfung im alten Ägypten. So folgt auf die Schöpfung, zu der es hier auch schon ein eigenes Video für euch verlinkt gibt, erst eine Zeit der Götter. Und bevor die Menschen die Herrschaft übernahmen und menschliche Pharaonen regierten, herrschten die Götter über die Welt. Und der erste Herrscher von allen war der mächtige Sonnengott Ra. Dieser Gott stellt die Essenz und Inkarnation der Sonne dar und in vielen Schöpfungsmythen ist er der Schöpfergott oder der Schöpfergott nimmt den Sonnenaspekt von Ra an, wie etwa in der Mischform Ra-Atum, in der der Schöpfergott Atum auch den Teil des Sonnengottes Ra in sich aufnimmt. Ra stellte so für die alten Ägypter die ultimative Quelle von Licht und Energie dar und das erste Aufsteigen der Sonne, das erste Erheben von Ra, stellt einen zentralen Aspekt des Beginns der Welt dar. In vielen Versionen ist Ra zudem auch der Schöpfer der Menschheit, die sich aus Tränen aus seinen göttlichen Augen formen. Besonders mit Ra verbunden wurde auch das Konzept der göttlichen Ordnung, das durch die Göttin Ma'at verkörpert wird. Diese Ordnung ist für das Überleben der Welt und aller ihrer Bewohner entscheidend, und Ma'at wurde oft als die Tochter von Ra dargestellt. Fast ebenso wichtig ist aber auch das Auge von Ra, das entweder die Sonne an sich darstellt oder sich als eine mächtige Göttin manifestiert, wobei es sich bei dieser um verschiedene Figuren handeln kann. So kann das Auge von Ra zum Beispiel die Form als Göttin Hathor annehmen, aber auch die blutrünstige Sekhmet oder die Katzengöttin Bastet sind Formen des Auges von Ra. Der Sonnengott selbst kann dann auch auf viele Weisen dargestellt werden. Am häufigsten war seine Erscheinung als ein Mann mit dem Kopf eines Falken und einer Sonnenscheibe über sich. Aber auch nur als eine geflügelte Sonnenscheibe, umringt von einer schützenden Schlange, konnte Ra dargestellt werden. Darüber hinaus aber auch als ein Skarabäus oder auch als Figur mit dem Kopf eines Widders mit vier Hörnern. Die Gründe gerade für diese Formen werden auch durch die Mythen zum Teil erklärt, die wir uns in diesem Video ansehen werden. Seinen Ursprung scheint der Kult von Ra und die Anbetung dieses Gottes in Heliopolis oder auch Iunu, wie dieser Ort von den Ägyptern selbst genannt wurde, gehabt zu haben. Verehrt wurde Ra als Sonnengott vermutlich schon seit dem frühen 3. Jahrtausend vor unserer Zeit und damit seit fast 5000 Jahren. Schon die Könige der 5. Dynastie des Alten Reiches nannten sich Söhne des Ra, um ihr Anrecht auf die Herrschaft über Ägypten zu unterstreichen. Und auch bei den Königen späterer Dynastien taucht der Name Ra oft in Namen und Titeln auf. Und der Grund dafür war eben, dass Ra in den Mythen der Ägypter am Anfang der Herrscher der Welt war. Ra war der erste Herrscher von allen. Und so beginnt die Geschichte des alten Ägyptens in einer mythischen Zeit, in der die Götter und noch nicht die Pharaonen über die Menschen herrschten. Und Ra war der erste von allen. Er war der Herr über alle Götter und Menschen und das gesamte Land. Trotz seiner gewaltigen Macht war seine erste Herrschaft aber auch nicht ohne Zwischenfälle und Ra nicht ohne Feinde. Und gerade von diesen Zwischenfällen und Feinden berichten die Mythen. Selbst so manche der anderen Götter hatten ganz eigene Pläne. So zum Beispiel die Göttin Isis. Und dieser erste Mythos aus Ras Herrschaftszeit zeigt auch einen wichtigen Aspekt des ägyptischen Weltbildes. So glaubten die Ägypter, dass alle Dinge, von Objekten über Tiere und Menschen bis hin zu den Göttern, einen wahren Namen besaßen. Und diesen wahren Namen einer Sache zu kennen, bringt große Macht und Kontrolle über ein Wesen oder ein Objekt. Aus diesem Grund ist es auch eine sehr gute Sache, seinen wahren Namen, wenn man ihn denn kennt, streng geheim zu halten. Was Ra eben tat. Isis aber hatte einen Plan. Sie wird als schlauer als unzählige Götter beschrieben und wollte Ra an Macht gleichkommen. Und ihr Weg dazu war es, den wahren Namen von Ra herauszufinden. Als Ra eines Tages auf dem Thron eingeschlafen war, stahl sie etwas von seinem Speichel
und mischte diesen mit Erde und formte daraus eine Schlange, die dank ihres göttlichen Ursprungs aus dem Speichel von Ra über gewaltige Macht und vor allem ein besonders gefährliches Gift verfügte. In manchen Versionen ist diese Schlange, die Isis formte, auch die erste Schlange von allen. Diese neue Schöpfung legte Isis nun auf dem Weg aus, den Ra üblicherweise für die Besichtigung seines Reiches nahm. Und prompt wurde der Sonnengott bei seinem nächsten Spaziergang von der Schlange gebissen. Das mächtige Gift brannte sich durch seinen Körper und ließ den Gott unsagbar leiden und drohte ihn sogar zu töten. Ra wusste nun nicht, was ihn da gebissen hatte. So ein Wesen hatte er nicht geschaffen, und auch alle Götter, die bei seinem schmerzerfüllten Schrei rasch zu ihm kamen, wussten nicht, was zu tun war. Auch Isis gab natürlich vor, überrascht und bestürzt zu sein, meinte dann aber, dass sie genau wissen würde, wie man Ra heilen könnte. Aber damit sie ihn retten könnte, müsste Ra ihr seinen wahren Namen verraten. Nur dann, so behauptete Isis, könnte sie ihn von dem Gift befreien. Zunächst nannte der Sonnengott ihr da eine ganze Reihe von seinen Titeln und Namen. Aber Isis kannte diese alle schon und verlangte weiterhin nach seinem geheimen, wahren Namen. Ohne diesen ging sein Leid immer weiter und schließlich hielt Ra es nicht mehr aus. Mit einem Flüstern verriet er Isis seinen wahren Namen, aber nur ihr und auch wir als Leser des Mythos bekommen ihn nicht zu sehen. Und er gab ihr die Anweisung, dass sie ihn niemals mit jemandem teilen dürfte, außer mit ihrem Sohn Horus, der zu dieser Zeit noch nicht geboren war. Und kaum dass Isis diesen Namen vernommen hatte, heilte sie den Sonnengott auch vom Gift, das sie aber erschaffen hatte und zu dessen Heilung sie nicht wirklich seinen wahren Namen benötigt hätte. Da sie nun aber seinen wahren Namen kannte, war Isis mit dem Sonnengott an Macht ebenbürtig und sie sicherte auch ihrem späteren Sohn Horus das Recht auf den Namen von Ra zu und damit auch das Recht auf die Rolle als göttlicher Pharao über die Schöpfung. Die Göttin Isis hatte so nun für sich und ihren Sohn allein gearbeitet und auch wenn sie klar gegen Ra gehandelt hatte, war sie keine wirkliche Feindin. Aber auch solche hatte der erste Herrscher der Welt mehr als genug. Und wie jeder König und Pharao musste sich Ra mit vielen Rebellen und Aufständischen herumschlagen. Tatsächlich findet sich eine ganze Reihe von Mythen, die davon berichten, dass Götter, aber auch Menschen gegen Ra zu rebellieren versuchten. Üblicherweise waren solche Feinde Anhänger oder Diener von Apophis, der Chaosschlange und dem Erzfeind der Sonne. Aber auch Götter wie Set gehören zu den gelegentlichen Rebellen gegen Ra. Zudem ist auch der Zeitpunkt dieser Rebellionen in den verschiedenen Mythen typisch. Sie finden immer entweder zu Beginn von Ras Herrschaft und zu seiner Jugend statt, oder sobald er alt wird und als zu alt für den Thron erscheint. Was auch eben jene Zeiten sind, zu denen auch menschliche Herrscher besonders Aufstände fürchten mussten und als schwach gesehen werden können. Eben als zu jung oder zu alt für den Thron. In vielen dieser Mythen zieht Ra selbst gegen seine Feinde in den Kampf und zerschmettert sie, muss aber manchmal auch die Flucht ergreifen. In anderen aber schickt er gerade sein Auge, die Sonne, aus, um seine Feinde zu bezwingen. Das Auge des Ra ist dabei ein durchaus unabhängiges und eigenes Wesen. Meistens nimmt das Auge die Form der Göttin Hathor an. Aber vor allem, wenn es um die Rebellionen geht, kann das Auge auch viel schrecklichere Gestalten annehmen. Ein Mythos erzählt so, wie Ra von einer Rebellion gegen ihn erfuhr und sein Auge als die blutrünstige Göttin Sekhmet, zu der es hier auch schon ein eigenes Video gibt, ausschickte, um seine Feinde zu vernichten. Sekhmet sollte alle Rebellen gegen Ra finden und töten. Aber auch danach hatte sie nicht genug und die blutrünstige Göttin setzte ihr Massaker einfach fort. Denn sie hatte zu viel Freude am Töten, um damit aufzuhören. Sie jagte und tötete alles und jeden, den sie finden konnte. Und bald war es so schlimm, dass Ra einen Plan brauchte, um die Göttin, die er als Strafe geschickt hatte, wieder aufzuhalten. Auf seinen Befehl wollte sie ja nicht mehr hören. Und so wartete Ra, bis sie sich zum Schlafen hinlegte. Dann ließ er von seinen Dienern Unmengen an Bier herbeibringen und mit Blut oder in anderen Versionen mit Ocker mischen, um es wie Blut aussehen zu lassen. Als Sekhmet dann wieder erwachte, sah sie das Blutbier vor sich
und trank es aus. Und sie wurde davon so betrunken, dass sie ihren Kriegszug nicht mehr fortsetzen konnte. Sie musste ihren Rausch erst ausschlafen. Und nachdem sie nach diesem langen Schlaf wieder erwachte, war ihre Blutlust so weit abgekühlt, dass sie nicht mehr alles und jeden töten wollte. Zwar war die löwenköpfige Göttin noch immer schrecklich und gefährlich, aber zumindest zog sie nicht mehr alles mordend umher. Wie dieser und weitere Mythen zeigen, war das Auge von Ra, ob nun als Sekhmet, Hathor oder in einer anderen Form, eine mächtige Waffe und ein wichtiger Aspekt, aber auch ein wichtiger Begleiter von Ra in seiner Herrschaft. Umso schlimmer war es daher, als Ra mit seinem Auge in einen Streit geriet und es, üblicherweise in der Form von Hathor, wütend seine Seite verließ. Die Göttin des Auges von Ra verließ Ägypten und zog nach Nubien, womit Ra eben eine wichtige Stütze seiner Macht verlor. In vielen Versionen bekommt es aber auch jeden im Weg der Göttin nicht gut, denn in ihrer Wut griff Hathor viele Leute an. Und in Nubien angekommen, trug sie dann auch den Namen Tefnut, die nubische Katze. Um sie dazu zu bringen, wieder zurückzukommen, schickte Ra ihr schließlich je nach Version den Gott Onuris, einen Gott des Krieges und der Jagd nach, oder den Gott Thoth, den weisen Gott und Ratgeber von Ra, der sie zurückholen sollte. Onuris gelang es nun dabei, nicht nur Hathor zurückzubringen, sondern die beiden verliebten sich sogar und Hathor heiratete ihn. In den Versionen aber, in denen es der Schreiber Thoth ist, der sie zurückbringen muss, ist es weit schwieriger für ihn. Allein um an sie heranzukommen, musste er sich etwas einfallen lassen. Erst verwandelte er sich dazu in einen Pavian, aber Tefnut erkannte ihn sogleich und wollte ihn angreifen. Rasch aber sagte Thoth, dass jede Art von Verbrechen durch das Schicksal gestraft wird. Wenn sie sich weiterhin nicht nur gegen das Wort des Pharaos richtete, sondern noch dazu auch noch einfach andere Leute angriff, so wäre ihr ein schlimmes Schicksal bestimmt. Das brachte die wütende Göttin zumindest so weit, ihn nicht gleich zu töten. Und diese Zeit nutzte Thoth zugleich, um ihr zu schmeicheln und ihre Schönheit und Macht zu rühmen. Um sie dazu noch gut zu unterhalten, erzählte er viele Fabeln und Geschichten, die noch dazu viele moralische Lehren vermittelten. Tefnut vermutete nun schon, dass das alles nur dazu diente, sie zur Rückkehr zu bewegen, und wurde erneut sehr wütend auf Thoth und verwandelte sich in eine schreckliche Löwin und wollte ihn fressen. Aber Thoth sprach ohne Angst weiter und gab nicht auf. Er betonte die große Bedeutung von Ordnung in der Welt, von Frieden und Freundschaft, besonders die Freundschaft der Mächtigen zu den Schwachen, und schließlich drang seine Weisheit zu ihr durch. In vielen Versionen helfen aber auch noch weitere Götter dabei, Tefnut zu überzeugen, wie zum Beispiel der Zwergengott Bes, der Musik spielt, um sie zu beruhigen. Und so kehrte die Göttin am Ende doch wieder heim und wurde in Ägypten mit einem großen Fest und viel Musik und Tanz willkommen geheißen. Und das Auge des Ra kehrte an die Seite des allerersten Herrschers zurück. Dessen Herrschaft dauerte aber eben nicht für immer an. Eine Eigenschaft der Götter Ägyptens, die für uns in Bezug auf Götter vielleicht eher ungewöhnlich erscheinen mag, ist, dass sie alt werden und sterben können. Auch die Götter des alten Ägyptens sind dem Alterungsprozess unterworfen. Und eben auch Ra wurde langsam alt. Und mit dem Alter nahm die Rebellion gegen ihn immer mehr zu. Ein alter Pharao wurde als unfähig gesehen zu herrschen und eben das machte auch Ra schließlich Probleme. Irgendwann musste er sich einfach eingestehen, dass er zu alt geworden war, um den Thron zu besetzen. Er wollte nicht einfach nur von einer Rebellion zur nächsten warten, bis sich irgendwann eine doch erfolgreich durchsetzen würde. Der Sonnengott entschloss sich, die Herrschaft aufzugeben und sich zurückzuziehen. Ein zweiter Grund dafür war aber auch die Menschheit, denn vor allem die Menschen hatten ihn enttäuscht. Sie hatten in der Zwischenzeit seiner Herrschaft immer mehr und bessere Waffen erfunden und sich unentwegt gegenseitig bekämpft. Und so sah Ra die Wesen, die einst aus seinen Tränen entstanden waren, als brutale und barbarische Schlechter an, mit denen er so nichts mehr zu tun haben wollte. Die Himmelsgöttin Nut, in Form einer göttlichen Kuh, von 12 Göttern gestützt, sollte ihn so tragen und zum Himmel emporheben. Und als Ra die Welt verließ, gab er als weichender Herrscher noch einige letzte Befehle.
Von Nut, die für immer an Ras Seite sein sollte, ließ er die Milchstraße machen und auch einige weitere Planeten und Sterne richtete Ra noch ein. Den Erdgott Geb warnte er vor Schlangen und trug ihm auf, stets auf diese gefährlichen Tiere aufzupassen. Seinen weisen Berater Thoth, den Gott der Schriftkunst, ernannte er zum Herrn des Mondes. Und als seinen Nachfolger bestimmte er Shu, den Gott der Luft und der Winde. Er sollte der nächste göttliche Pharao über die Welt werden. Aber auch zu den Menschen hatte Ra noch ein letztes Urteil zu sprechen. Nun, da er nur noch als Sonne über den Himmel ziehen wollte, sollten sie ihn niemals wieder erreichen können, und mit dem Ende seiner Herrschaft sollte auch die Lebensspanne der Menschen verkürzt werden. Denn er meinte, dass sie viel zu viel seiner Schöpfung beschmutzt und verschlechtert hätten. Aus diesem Grund schnitt er ihre Jahre kurz und verkürzte ihre Monate und Tage, auf dass sie nicht mehr so lange leben durften. Während so also auf der Erde die Herrschaft von Shu als nächstem göttlichen Pharao begann, nahm Ra seine bekannteste Rolle ein. Als Sonne würde er fortan über den Himmel wandern, und auch der Mythos dieser Reise der Sonne ist von großer Bedeutung. Er erklärt so nicht nur den Verlauf der Sonne, sondern auch viele Teile des ägyptischen Weltbildes. Von den Regionen der Welt bis hin dazu, warum der alternde Ra dennoch immer wieder von Neuem als neue Sonne aufgehen kann. So verdeutlicht dieser letzte Mythos zu Ra, den wir in diesem Video erkunden werden, ein sehr wichtiges Konzept der alten Ägypter. Diese glaubten so, dass jeder Gott in verschiedenen Formen, sogenannten Bau, auftreten kann. Diese Bau sind voneinander potenziell unabhängig und können sogar gleichzeitig an verschiedenen Orten erscheinen. Sie tragen stets eigene Namen und haben einen eigenen Charakter. Die Bau sind damit Formen, in denen Gott eben wahrgenommen werden kann. Ebenso können die Formen von Göttern auch ineinander übergehen oder sich sogar verbinden. Unter anderem auch deshalb können ägyptische Götter auf viele verschiedene Weisen dargestellt werden. All diese verschiedenen Erscheinungsformen sind die Bau einzelner Götter. Und besonders gut gezeigt wird dieses Konzept auch durch Ra und seine Reise als Sonne über den Himmel. Beim Aufgang der Sonne nimmt Ra so die Form oder Ba von Khafre an, des Skarabäus, der die Sonne über den Horizont trägt. Er symbolisiert die Wiedergeburt der Sonne durch Ras eigene Kraft. Mit dem Aufstieg der Sonne am Morgen wird aus Khafre aber schließlich gegen Mittag eben Ra, meistens als Ra Horakyt, was Ra Horus des doppelten Horizonts bedeutet. Dies ist die mächtigste Form von Ra, die des triumphalen und alles überragenden Sonnengottes, der mit brennender Macht am Himmel steht. Die Sonne in ihrem Zenit. Ra als Herr der Welt. Aber jeden Tag altert Ra auch wieder, wie es bei seiner Herrschaft der Fall war. Gegen Abend, wenn sich die Sonne dem Horizont wieder nähert, wird er so zu Ra-Atum, also verbunden mit dem ursprünglichen Schöpfergott, und je näher dem Horizont am Abend kommt, desto älter wird Ra-Atum. Schließlich so alt, dass Ra verstirbt, und mit dem Sonnenuntergang zieht er in die Unterwelt Duat ein. Hier wird in vielen Versionen dann nur noch von der Leiche oder dem Fleisch von Ra gesprochen, das auf seiner Barke durch die Unterwelt muss. Auf diesem Weg passiert das Schiff von Ra je nach Version 7 bis 12 Tore für die Stunden der Nacht. Dabei muss Ra viele Gefahren bestehen und von der Besatzung des Schiffes verteidigt werden. Die größte Gefahr bestand dabei durch die Chaosschlange Apophis, die jede Nacht, in einigen Versionen sogar mehrfach, versuchte Ra zu verschlingen und damit die Ordnung der Welt zu vernichten. Gegen Apophis stellen sich dabei verschiedenste Götter und schlagen die Schlange zurück. Besonders der sonst eher negativ gezeigte Gott Set, der über gewaltige Stärke verfügt, kämpft hier tapfer und ersticht die Schlange. Aber auch Isis mit ihrer Magie und andere Götter mit Waffen und Zaubern verteidigen Ra. So kann der tote Sonnengott am Tiefpunkt seiner Reise und der Mitte der Nacht zu Osiris, dem Herrscher der Unterwelt, gelangen, und hier geschieht es, dass sich die Formen der beiden Götter miteinander verbinden. Die Ba von Ra und Osiris verschmelzen und werden eins. Als Ra Osiris,
also als Mischung aus beiden Göttern, wird Ra so zum Herrscher der Unterwelt und bekommt auch Zugang zur Macht und den Fähigkeiten von Osiris, der unter anderem auch Leben und Regeneration bringt. Durch das Verschmelzen ihrer Formen wird es Ra möglich, eine Macht zu nutzen, die er sonst nicht hätte, und er kann sich damit selbst erneuern und selbst neues Leben verleihen. So in der Unterwelt gestärkt, trennen sich die beiden Götter wieder und Ra setzt seine Reise von neuem fort, bis sein Schiff den Ausgang der Unterwelt erreicht und am Horizont wieder hervorkommt. Gestärkt und erneuert nimmt er dort eben die Form des jungen Khefri an, der sich selbst über den Horizont schwingt, und die Reise der Sonne beginnt von neuem. Und so zeigt uns dieser Mythos nicht nur die Reise der Sonne und wie Ra sich erneuert, sondern auch die Formen, die er dabei annimmt und durchläuft. Um eben diese vier wichtigsten Bau des Sonnengottes zu repräsentieren, wird er oft auch mit dem Kopf eines Widders mit vier Hörnern gezeigt. Jeweils eines der Hörner steht für eine seiner wichtigen Formen. Skarabäus Khefri am Morgen, Ra am Mittag, Ra Atum am Abend und Ra Osiris bei seiner Erneuerung in der Unterwelt. Dank dieses Zyklus bleibt in der Mythologie des alten Ägyptens der alte Sonnengott Ra und damit auch die Sonne an sich der Welt für immer erhalten. Und trotz seines stetigen täglichen Altwerdens erneuert er sich immer wieder aufs Neue. Für alle Zeiten soll Ra so über den Himmel und über seine Schöpfung ziehen. Und über diese herrschen nach ihm zunächst noch weitere Götter. So endet die Zeit der Götter nach Ras Herrschaft noch lange nicht. Ihm sollten noch Shu und Geb als nächste Pharaonengötter folgen. Und nach ihnen die berühmten Götter Osiris und Horus, mit deren Mythen und Herrschaft wir uns ebenso noch befassen werden. Und damit verabschiede ich auch aus dieser Folge zur Mythologie des alten Ägyptens. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zum Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patrons, die diese Videos ermöglichen, und tschüss YouTube und bis nächsten Mal bei einem weiteren Video zu Mythologie, Geschichte und Literatur.